Das jüngste Seniorenzentrum der Stadt Linz wurde im Jänner 2016 in der Liebigstraße eröffnet. Nun hat die Stadt Linz die ersten Bewohnerinnen der Einrichtung willkommen geheißen. Ja, die Rückmeldungen sind natürlich phänomenal und alle fühlen sich innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr wohl und genießen das neue Ambiente hier in diesem Haus. Ja, danke. Reichen, ne? Danke vielmals. Danke. Für Sie auch. Danke. Nein, das ist sehr schön. Ich bin recht glücklich. So soll es sein, so bleibt es, gell? Ja, so bleibt es. Das machen wir die nächsten 30 Jahre, mindestens so, oder? Errichtet wurde der Bau von der städtischen gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft GWG. Na, grundsätzlich ist die GWG eigentlich dazu da, also natürlich leistbaren Wohnraum anzubieten mit sozialem Wohnbau, hat aber auch eine gute Expertise und Erfahrung, auch im Bereich von Bauten in Kombination, natürlich auch im Bereich der Seniorenzentren, wenn sich die Gelegenheit bietet, dass man da entsprechend das Know-how des eigenen Unternehmens auch nutzt. Damit die Lebensqualität auch im Alter gewährleistet ist, verfügt das Haus in der Liebigstraße ausschließlich über Einbettzimmer. Insgesamt bietet das Seniorenzentrum 120 Pflegeplätze sowie 40 Tagesbetreuungsplätze. Neben Besucherinnen des Tageszentrums gibt es ein erweitertes Angebot an alle pensionierten Frankviertlerinnen. Was ganz, ganz wichtig ist und auch schon angefragt und angenommen wird, es ist auch die Möglichkeit, hier den Mittagstisch einzunehmen, also tatsächlich sich ein bisschen betreuen, versorgen zu lassen, dass man hier auch essen kann.